Hallihallo zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja die netten Holzbübchen da gekauft beim Action. Und habe gesagt, ich möchte mit dir was probieren. Und wenn es klappt, gibt es ein Video. Da es jetzt ein Video gibt, hat es geklappt. Und zwar habe ich mir selber Blending Tools gebastelt. Sie schauen katastrophal aus, ich weiß. Aber sie erfüllen hundertprozentig ihren Zweck. Und das ist die Hauptsache. Ich tue jetzt nicht so unbedingt viel mit Stempelfarb und auch mit dem Verblenden, dass ich mir da jetzt wirklich irgendwas Teures kaufen wollen würde. So muss ich sagen. Beziehungsweise habe ich mir einfach gedacht, es gibt einen Haufen, die was neu anfangen mit dem Basteln und ja, wer basteln kann, das fällt eigentlich auch unter Basteln, sage ich jetzt einmal. Deswegen möchte ich euch das heute zeigen, weil wenn man Halloween-Karten-Video gesehen hat, mit den Schwammeln, es ist halt einfach. Du kannst die Stempelfarbe aufschmieren, auftupfen, was auch immer, aber es ist halt nicht, ja, wie soll ich sagen, ein wirklich schönes Ergebnis. Wie gesagt, ich habe mir da jetzt ja eins schon gemacht und habe auch schon zwei Hintergründe damit gestaltet. Da habe ich einmal. Also ich habe jetzt keine fertigen Karten, das ist jetzt im Prinzip nur der Aufleger. Da habe ich einmal den Hintergrund da gemacht, eben Stempelfarb verblendet und dann habe ich noch mit meinen Alkohol-Inks mit meinen selber gemischten, so ein bisschen ein paar Punkte dann drauf und habe Sticker drauf gehabt. Fertig. Die Sticker sind aus dem Stickerbogen. Die habe ich mal im Arbeitsmoment da, die drei Ballerinas und den Spruch. Und genauso, jetzt Moment, das kann ich nicht mehr, dann legen wir es da rum. Und genauso habe ich die da gemacht. Da bin ich einfach wirklich hergegangen und habe den Spruch einfach so drauf getackert. Ich finde, das schaut witzig aus. Und da habe ich mir auch aus der gleichen Serie, glaube ich, ist es, habe ich mir auch von dem Stickerbogen da den Hai und die Pflanzen Arbeit getan. Und da habe ich also zuerst im Prinzip im Hintergrund einfach schön mit der Stempelfarbe eingefärbt und dann bin ich nochmal mit einer Schablone drüber. Die ist auch vom Action. Wo habe ich sie denn? Da, aus dem Set, eins der neueren, da habe ich eben den da hergenommen. Gut, ich möchte euch jetzt einerseits sagen, ich meine, es ist baby einfach. Einerseits sagen, wie ich die gemacht habe und dann, ja, das weiß ich noch nicht. Vier Aufleger habe ich mir mal hergerichtet, mal drei, vier Beispiele mit euch einfach machen, also keine fertigen Karten, sondern nur die Kartenaufleger. Gut, also brauchen tut es im Prinzip entweder die da oder irgendetwas Vergleichbares. Ich meine, die sind jetzt halt fein, weil sie oben rund sind, du kannst sie gut angreifen, aber im Prinzip geht auch zum Beispiel so, ja, so ein normaler Holzklotz oder so von einem Holzstabele, von so einem dickeren, einfach so ein Stickel. Ja, seid kreativ. Was anderes kann ich da jetzt gar nicht sagen. Die sind ja nur original zu, die tue ich jetzt dabei weg. Lass die nicht mehr da nochmal an, außer. Und was da nachher noch zusätzlich braucht, am ganz
einen normalen Schwamm. Scheuerschwämme steht da drauf. Die sind auch, wenn es mir jetzt nicht ganz leicht vom Action. Ich glaube schon. Kosten 70, 80 Cent sowas. Da sind 6 drinnen und aus einem Schwamm habe ich jetzt 6 oder kriegt man 6 so Schwammeln außer Applikatoren. Keine Ahnung, wie man das sagt. Gut. Jetzt tun wir mal das dabei da um. Schwamm. Gut. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was hergerichtet, weil schon schwitze. Dauert es wieder ewig. Ich habe im Prinzip da meinen Schwamm und dann gehe ich her mit irgendeinem scharfen Messerle. Ich habe jetzt gleich das, wenn ihr so wirklich so ein Messer habt, wo es die Klingen rausfahren lassen könnt, geht wahrscheinlich noch besser. Und dann schneidet ihr euch einfach da den unteren Teil ab. Die Teile hebe ich einfach auf, so zum, und die Schrubbfläche ist ja noch vollkommen in Ordnung. Ja, zum Putzen langer leicht noch, also der wird aufgehebt. Und aus dem Unterteil im Prinzip schneidet ihr euch jetzt einfach mit der Schere einmal so der Länge nach das Teil auseinander. Gut auf die Finger aufpassen. Das legen wir dabei wieder weg. Und dann so ungefähr, so jetzt mal in 3 gleich große Teile. So. Und dann schauen die jetzt so aus. Im Prinzip könnt ihr sie so lassen. Ich bin jetzt aber nur hergegangen. Das ist jetzt wieder eine optische Geschichte. Und haben wir da die Ecken abgeschnitten. Dann schaut es so aus. Beziehungsweise auf der anderen Seite sieht man es glaube ich ein bisschen besser. Und dann bin ich nochmal hergegangen und habe mir da die Mini-Wuckerlein einfach so ein bisschen weggeschnitten. Dass das einfach so ja eher rundlich ist. Hundertprozentige Geschichte ist natürlich keine. Die tue ich jetzt dabei weg. So, das schmeißen wir weg. Und dann braucht es im Prinzip das 6E. Da sind Klettpunkte drauf, die habe ich auch letztes Mal gekauft. So, und zwar habe ich das jetzt so gemacht. Auf das Holzteil habe ich das mit den Haken drauf geklebt. Ich habe das jetzt auch nicht mit Kleber oder so drauf geklebt, sondern wirklich nur so. Sollte es sich lösen, dann haue ich halt nochmal einen Kleber drauf, aber ich denke einmal, es geht. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, dass jetzt nicht da auf der schönen flachen Seite, sondern auf der, wo es abgeschnitten habt, da kriegt es jetzt das mit, nicht mit die Haken drauf. So, Pi mal Daumen in die Mitte und einfach so ein bisschen eindrucken, dass sich das gut verbindet. Und dann braucht es gleich andocken und habt auch ein Blending-Tool. Ich bin jetzt auch wirklich hergegangen. Ich war schon fleißig. Ja. Also ich habe da schon ein paar gemacht. Das sind die 3, was ich dabei schon hergenommen habe für die Karten, weil die sind ja alle nur in blau gehalten. Ups. Ich habe die jetzt auch noch nicht ausgewaschen, aber ich gehe mal davon aus, da das ja ein Spülschwamm ist, dass sich die dann auch relativ gut auswaschen lassen. Und wiederum sollte sich da dann beim Auswaschen das Teil lösen, dann klebe ich es halt mit Kleber fest. Also das ist jetzt nur so, ja, zum Testen, sage ich jetzt einmal. Da habe ich auch noch eins.
Dann habe ich da noch zwei, wo noch kein Klettpunkt drauf ist und eben die fünf, was ich mir schon hergerichtet habe. Also ich habe jetzt noch genug Blending-Tools. Da habe ich mir schon ein paar hergerichtet. Jetzt muss ich gerade schauen, da das sind jetzt die gebrauchten, das sind die neuen. Und zwar deshalb, zuerst habe ich mir gedacht, ob ich überhaupt so viele brauche. Aber gerade mit dem Verblenden ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man jetzt nicht mischen anfängt, sondern ich habe da echt viele Farben von der Tanja damals gekriegt. Und von dem her habe ich mir gedacht, ich mache mir zumindest einmal für die ganzen Farben, was da drin sind, für jede einzelne so einen Aufsatz fertig. Ich weiß nicht, wie ich anders dazu sagen soll. Gut. Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Ja, einerseits kommen wir der Blattl. Wie gesagt, ich habe jetzt so vier so Kartenaufleger hergerichtet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die alle brauchen. Jetzt nehmen wir mal einen. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel mit einer Schablone hergehen. Das sind auch die vom Action. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das von den Neuen. Nein, das sind die älteren. Das sind die älteren. Und da ist eben mitunter das drinnen. Und das habe ich mir jetzt eben ausgesucht. Jetzt muss ich gleich überlegen. Ob wir den Quer- oder im Hochformat machen. Den werden wir im Querformat machen. Und dann legt euch im Prinzip einfach die Schablone da schön drüber. Ich mache das jetzt auch, dass da jetzt nicht irgendwo am Rand soll ich sagen, also dass ich überall über den Rand drüber bin, und dann fixieren wir das einfach. Ich muss jetzt gleich ja, genau, Entschuldigung, ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich habe mit Schablonen überhaupt noch nicht viel gearbeitet. Also wenn ich jetzt da irgendwie ein Blödsinn erzähle, was es meint, es ist anders, bitte nicht besser sein, wie gesagt, nicht sehr viel Erfahrung. Aber ich wollte es euch halt einfach mal sagen. So. Und da hole ich mir jetzt einfach so ein paar Orangetöne. Also ich habe jetzt zwei und das Braun. Und dann können wir einen von unseren Tools nehmen. Ich sehe gerade, da hängt ein Haar von meinem Hund hinten zu. Nein, nicht. Jetzt ist meine Stimme dann gleich weg, ich weiß nicht, was jetzt ist. Entschuldigung. Und ich fange jetzt, oder ich habe bei den anderen auch immer mit der hellsten Farbe angefangen. Und da tupfe ich jetzt einfach ein bisschen ein. Ich hoffe, ich bin überhaupt im Bild. Ja. Und als ich sehe, das nimmt dann die Farbe an. Und dann kann ich hergehen und in kreisenden Bewegungen da über die Schablonen drüber fahren. Ich hätte mir die vorsichtshalber auch noch ein bisschen fest, wenn ich da drüber fahre. Ich habe da jetzt nicht so hundertprozentig Vertrauen, dass man das nicht verrutscht darunter. Weil den Kartenaufleger selber habe ich im Prinzip jetzt ja nirgends festgeklebt. Unten dreimal ein bisschen. So. Dann drehen wir den wieder runter. Jetzt machen wir den dabei zu. Dann fahre ich mit dem dunkleren Orange drüber.
also das Geräusch, es hört sich schon. Man merkt, dass es eigentlich Schwämme sein, aber wie gesagt, für mich selber ist mir das recht hoch. Und sollte das dann irgendwann mal ein bisschen mehr machen, dann werde ich mir sicher die originalen Tools kaufen, aber ja, für derweil mehr als ausreichend. Ich kann mir so ein bisschen spielen und das langt mir derweil auch ganz, ganz leicht. Und wie gesagt, vielleicht geht es auch anderen so, die was jetzt eigentlich gar nicht wissen, wie viel oder was sie damit alles tun möchten. Und dann ist das sicher eine kostengünstige Alternative. So, ich fülle jetzt mit der Braun im Prinzip nur mehr die restlichen Blätter aus, die noch keine Farbe haben, so muss ich sagen. Gab. Das war's. Ja. Da unten noch ein bisschen drüber. So. Dann tun wir das dabei weg. Und da bin ich jetzt selber gespannt, weil die Blätterschablone habe ich auch noch nie hergenommen. Das Washi-Tape ist jetzt auch nicht gerade das Beste, stelle ich gerade fest. Okay. Obwohl, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir sogar echt super gut. Ha! Jetzt muss ich gerade schnell ein bisschen das selber machen. Mein Feuchttuch ist nicht mehr feucht, das ist natürlich jetzt nicht so gut, aber die muss ich nachher gescheit sauber machen. Das Ärgste ist home, das ist das Wichtigste. So. Und das könnt ihr jetzt im Prinzip weiter bearbeiten, wie ihr es wollt. Man hat da auch einen Hintergrund statt Schweiß separat vor der Schablone einfärben können. Aber eben, ich habe das jetzt so gemacht und so tun wir das da oben links, schon schwarz in einem Mosinkert. Wir haben jetzt da noch die Embossing-Stickers ausgesucht und da möchte ich das Blätter sein. Habe ich mir gedacht, ein bisschen was Herbstliches draufkleben. Upsala, das ist mir offen. Und zwar wollte ich da einerseits den Bären. Was er denn wieso das so nehmen soll? Na, wir könnten so. Den Bären wollte ich draufkleben. So. Ich hoffe, das Sticker kleben auch gescheit. Einmal. Legen wir auch da oben. Und dann wollte ich aus dem Set noch das Have a Good Day. Ihr seht, ich habe mir das dabei alles farblich markiert. Sonst weiß ich das auch nicht mehr, was ich da eigentlich vorgehabt habe. So. Man kann das jetzt natürlich auch mit Abstandshalter draufkleben und. Also, das könnt ihr im Prinzip machen. Wie es wollt.
Ich hatte halt so, ja, eine herbstlich angehauchte Karten. Gefällt mir so echt nicht schlecht mit der Blätterstanze, Stanze, sage ich, Schablone. Die werde ich vermutlich öfters hernehmen. Also die Sticker sind wirklich so hoch. Ich habe noch nie solche Sticker aufgeklebt. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht die jetzt kleben bleiben. Ja, Variante Nummer 1. Direkt mit der Schablone aufs Papier. Tun wir da bald um. Die legen wir da bald daher. Dann tun wir das wieder einer. Dann nächste Möglichkeit, eben wie gesagt, zuerst den Hintergrund einfärben. Und dann mit der Schablone drüber. Jetzt muss ich mal schauen von den Farben her. Na, den werden wir jetzt ein bisschen heller machen. Denke ich. Und das Grau auch dazu nehmen. Ich glaube, ich habe schon zu wenig Stipfen für die ganzen Karten. Jetzt haben wir schon das Problem. Muss ich mal dann schnell nur auf die anderen, was ich schon hergerichtet habe, noch Klett drauf tun. Und zwar haben wir uns das jetzt einfach da, ups, so nicht, vorher ein. Ich war jetzt da schön bei der Kanten entlang. Also wirklich von unten aufs Blattl auf. Das gibt dann so nochmal einen Hauch dunklere Kanten, bin ich drauf gekommen. Ist das überhaupt, was ich meine? Also die Kanten ist minimal dunkler. So. Nein, da bleibst du. Ich wollte gleich das Haar weg tun. Mal schauen, ob man das gut sieht. Ja, ein bisschen. Ist es noch hell? Also ich sehe wiederlei geblendet in der Kamera. Ich hoffe aber, man sieht irgendetwas, weil sonst war das weniger gut. Das Graue nehme ich jetzt doch nicht dazu, das nehme ich jetzt für die Schablone her. Und zwar einmal das Grau und einmal das Lavendel, würde ich jetzt sagen. Ich habe noch zwei frische, das passt dann gut. Da habe ich mir den Schmetterling ausgesucht. Das ist, glaube ich, nur ein älteres. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wann oder aus welchem aus welcher Zeit die sind. Die liegen teilweise ewig lang bei uns drinnen in die Regale. Und die machen wir jetzt aber hochkant. Und ich habe dann keine Ahnung, wie lange die da eigentlich schon drin liegen. So. Jetzt klemmen wir das da durch die Schmetterlinge fest. Vielleicht hält das dann besser. Gut.
Das heißt, ich mache mir jetzt da ein paar Lavendelfarbige. Die geht jetzt gar nicht so gut, die Schablone. Also, sie geht schon, aber wie soll ich sagen? Die Flügelchen lassen sich sehr leicht verbiegen. Aber es wird schon gehen. Sonst war das jetzt halt der Reinfall. So. Und das innen drin machen wir grau. Meine Grau ist, glaube ich, schon fast leer. So wie es ausschaut. Jetzt schauen wir mal. Es ist auch schwierig zu sagen, ob das jetzt, wie soll ich sagen, genug Kontrast ist oder nicht. Also für mich ist es schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viel gearbeitet mit Schablonen. Wir schauen jetzt einfach einmal. Ich glaube, ich bin jetzt über alle drüber. Ansonsten, wie gesagt, es ist allein für euch zu sorgen. Ja. Gehst du da jetzt leichter runter, oder? Ja, geht schon. Einmal. Und zweimal. Jetzt bin ich gespannt. Nawohl, schaut's an. Dann legen wir jetzt aber da her. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich da Futzerchen drauf habe. Aber sonst passt's. Über den hatte ich noch mal ein bisschen mehr drüber müssen, aber sonst. Ich habe jetzt auch von der Farbe her ja nicht extrem viel Kontrast drinnen. Bin ja in einem Farbton geblieben sozusagen und habe leider das Grau mit eingenommen. Also von dem her bin ich ganz zufrieden damit. Und auch da kleben wir jetzt einfach. Oder der Einfachheit halber ein Sticker drauf. Du sollst auf die Karte und nicht. Und dann haben wir wieder einen Kartenaufleger fertig. Ich habe mir gedacht, der Spruch passt irgendwie gut zu den Schmetterlingen. Ja. Gut, das war die Möglichkeit mit Einfärben und Schablone. Ups, gehst du rein da. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. So. Dritte Möglichkeit. Wir färben den Hintergrund wieder ein. Ich habe mir da jetzt nochmal die gleichen Blautöne rausgesucht. Erstens passt es zu Karten und zweitens kann ich dann meine Dingschen nochmal hernehmen.
Und braucht man keine Nainix dabei machen. So. Einmal. Einmal und jetzt wäre ich noch, muss ich das da unten wäre jetzt nur das, was wir jetzt davor gehabt haben, das Flieder zu tun. Wenn es außer mag, so ein Schnitt oder grau. Na, wir tun da jetzt grau dazu. Wir tun da jetzt grau dazu, das war das da. Also ich habe mir das im Vorfeld jetzt nicht hundertprozentig überlegt, was da ist dazu. Nur welche Varianten. So. Ja, grau passt gut. Also ich reißt das extrem zach an, das Kleberle hält echt super da. Also ich glaube, da braucht man nicht irgendwie zusätzlich Kleber. Ich habe halt so viel Stabzeug da oben, das ist nervig. So. Also wir haben jetzt ja, so eine allgemeine gemacht, wir haben Halbstücke gemacht, jetzt machen wir noch eine winterliche mit Sternchen. Jetzt war es wieder nicht quer, na, das lassen wir im Hochformat. So. Wo ist mein Washi? Einmal und zweimal. Ups, und jetzt gehe ich mit der dunkelblauen über die Schablone. Ja, das ist wirklich, je kleiner die Öffnungen sein, umso mehr schruppelt es. Also geräuschemäßig. Und da einfach wirklich, wenn ihr eben so drüber seid, auch schauen, dass ihr den Rand überall gut habt. Schon fällt euch da irgendetwas. Man merkt dann auch kein Mensch, ob irgendwo was fällt, weil so wie die Karten ausschaut, schaut sie halt aus. Klingt jetzt auch gemein, aber es ist ja im Prinzip so. So. Der Ball wieder weg. Das lasse ich jetzt ganz kurz antrocknen und dann bin ich gleich wieder da. So, wie gesagt, kurz antrocknen, weil jetzt kommt eben noch eine andere Art, und zwar habe ich das bei der lieben Claudia gesehen, beim Kanal MeTime Kreativ,
Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Claudia. Ich werde euch ein Video verlinken, in dem ihr das gesehen habt. Sie hat da nämlich so eine Reihe, die heißt Glitzer, Glanz und Gloria. Ich hoffe, ich habe es jetzt alles richtig gesagt. Und zwar zeigt sie da eben diverse Möglichkeiten, um Glitzer und Glanz auf die Karte zu zaubern. Einerseits eben, ich glaube im zweiten Teil war das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat sie mit Schablonen und mit Gelstiften, also das sind die ganz normalen Action, ist sie wirklich hergegangen. Ich glaube, sie hat es mit, wo ist sie denn? Mit der Schablone hat sie das gemacht. Da hat sie sich die Regenbogenform ausgesucht von da. Und ist dann wirklich von oben nach unten, hat sie wirklich jedes einzelne ausgemalt. Und die Karten schaut wirklich fantastisch aus. Also die gefällt mir irre gut. Und da habe ich das eben gesehen und deswegen verwende ich das jetzt auch. Ich habe sie auch gefragt, ob ich darf. Ich mache jetzt auch nicht alles. Ich mache jetzt einfach leider so punktuell ein paar Sterne beglittern, sage ich jetzt einmal. Und zwar kommt auf die Karten dann danach von den Chipboard-Sticker möchte ich den Eisbären draufkleben mit Hello Winter. Sollte sich irgendeiner fragen, warum meine Sticker da alle, weil die haben sie auch, warum die da alle so an Karton zugekleben haben und gelocht sind, ich bewahre Sticker in Mappen auf. Ja, ich habe mir die Arbeit angetan. Es war irre viel Arbeit. Jedenfalls möchte ich den Sticker irgendwo da unten, links oder rechts, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir jetzt aber entscheiden. Die Karte geht so auf mit einem Sticker dann da unten hin. Das heißt, ich werde jetzt da rundherum einfach ein paar Sterne beglitzern. Und ich habe die Idee von der Claudia echt total super gefunden. Und sie ist da wirklich hergegangen und hat die komplette Schablone mit der Hand, mit den Gelstiften ausgemalt. Und das hat echt super hat's ausgeschaut. Also wirklich total toll. Schaut unbedingt einmal bei ihr beim Kanal vorbei. Sie macht ganz tolle Videos und hat auch super tolle Ideen, Kartengestaltung. Also unbedingt vorbeischauen. So. Und da gehe ich jetzt wirklich einfach her und ja, mal die Schablone nach. Aber eben nur vereinzelt. Ich möchte da jetzt nicht jeden Stern glänzend haben, sondern eben nur so hier und da. Und ich bin auch, wie soll ich sagen, bei der gleichen Farbe wieder geblieben. Also ich bin jetzt nicht in eine andere, sondern ich bleibe bei Blau. Das Sticker ist ja auch nochmal so türkis, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Machen wir da noch einen so einen ganz großen. Und dann noch so einen kleinen. Ja, auch ich mal Sticker. Dann geht sich der auch noch aus. Und dann lassen wir es jetzt einfach. Oft ist weniger mehr, oder wie heißt es so schön? So.
Also das ist echt ein super Tipp. Da bin ich froh, dass ich das gesehen habe. So. So, und das schaut jetzt so aus, indem ein paar wenige Sterne funkeln. Und mir gefällt das total gut. Also man auch die kompletten Kalten, was sie gemacht hat, die schauen auch so super aus. So. Die Sticker fliegen teilweise, wenn ich sie in der Matten hängen habe, so schon. Aber, also die kleben ganz, 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 ganz schlecht. Deswegen kriegt er jetzt noch Flüssigkleber hinten drauf. Ich finde immer wieder mal irgendwo am Boden auf einmal einen Chipboard-Sticker und denke, wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Den muss ich ja wieder zumachen, wenn man schon nicht vergisst ist. Und dann steht der wieder bis morgen und ich kriege wieder nicht kriege wieder nichts außer. So. Ich weiß jetzt aber, die ganzen Stab- und schwarzen Putzeln herkommen, die Dingseln da putzeln. Was ist das, wenn ich schon sage? Ich habe gedacht, warum habe ich so einen Haufen schwarze Futzeln halt bei mir am Tisch? So. Und das ist die dritte Variante mit ein paar funkelnden Sternchen. Hallo Winter. Gefällt mir gut. Gut. Und Variante Nummer 4. Sage ich jetzt auch noch. Ich habe mir aus Cardstock, das ist die falsche, mit der alten Wolkenstanze und mit der neuen, also Randstanze von Action, habe ich mir so Schablonen, sind sie nicht wirklich. Ja, einfach ausgestanzt und haben wir dann nur zwei, also das war auch mal eins, haben wir dann einfach nur zwei so Bögen gemacht. Und jetzt fange ich jetzt mit dem Himmel an oder mit. Jetzt kann man im Prinzip sich eine Landschaft mit Wolken verblenden. Jetzt war es ein solides Festkleben oder. Ich klebe es einmal vorsichtshalber fest. Nicht, dass es mal davon pietscht. So, hier haben wir da jetzt auch schon zweimal grün hergerichtet. Das untere machen wir dunkler. Ich habe mir auch nochmal zwei Stupferlein hergerichtet. Während meine Sterne etwas angetrocknet sind, wo ich die Kamera abgeschaltet habe, habe ich gemerkt, das kann ich jetzt gerne nutzen. So. Ich muss jetzt leider dazu sagen, das so in der Art und Weise, da seid ihr jetzt live dabei, wenn ihr das das erste Mal macht. Ja? Ich habe das noch nicht probiert. Ich habe mir gedacht, das muss doch auch gehen. Also das ist jetzt sozusagen eine absolute Testkarte, die was ich normalerweise für mich alleine ohne Kamera auf meinem Bastelstuhl mache. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das jetzt einfach so probiere, weil dann für die Technik oder halt für die Karten dann separat nochmal ein Video zu machen, rentiert sich natürlich überhaupt nicht. Und andererseits
ist ja egal. Also wenn ich das jetzt verhunze, ja, dann verhunze ich es halt. Hellere Farbe. Ich muss jetzt halt die ganze Zeit überlegen, weil das sollte ja dann so schichtweise sein. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich mir da irgendwann einmal vielleicht schon mal ein Video angeschaut habe. Aber ich weiß es nicht. So. Wir probieren das jetzt einfach. Alles halb so schlimm. Mehr als wir im Müllkübel landen konnten. Oder wie ist das? So. So schlimm schaut das ja gar nicht aus. Finde ich jetzt. Gut. Dann haben wir, ups, grün erledigt. Und der Einfachheit halber, wenn wir jetzt wieder mit den Blautönen arbeiten, die wir davor schon gehabt haben. Und zwar einmal mit dem da, das ist der grüne, und einmal mit dem da, das heißt, das war das da. Und das war nicht das da. Das war das da. Das war das da. So. Jetzt muss ich mir aber das da drüber kleben. Und mache ich mir mein Grün ja wieder blau. Und das will ich ja gar nicht. Und dann fangen wir an mit hell. Und dann machen wir in die Mitte rein dunkel. So, machen wir vielleicht mal die Kanten da unten. Und wie tue ich mir das jetzt so? So, soll ich das überhaupt nehmen? Was ist das andere? Das gefällt mir fast besser. Also ich würde jetzt mal ganz blöd behaupten, für meinen ersten Versuch stelle ich mir echt gar nicht so dumm an. Oder wie sexy ist das? Ist das die oder ist das die andere? Nein, das ist die. So, das heißt, ich klebe mir das jetzt auch wieder ab. Wenn mein Washi-Tape nicht langsam den Geist aufgeben würde. So. Dann brauchen wir das auch nicht mehr. Dann brauchen wir jetzt aber das andere. So. Und was nehmen wir da jetzt? Dann machen wir jetzt andere Wolken. So. Hier hat man vielleicht ein bisschen mehr Washi-Tape herrichten sollen, aber jetzt ist auch schon egal. Jetzt bin ich ja im Prinzip fast schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt gerade sehe, ich habe da unten einen weißen Rand drinnen. Muss ich da nachher noch mal schauen. Das heißt, den habe ich jetzt wahrscheinlich da auch. Aber jetzt schauen wir mal. Schauen wir da mal. Ja.
Also, ich weiß gar nicht, ob es die Six of the Inferno. Aber ich habe jetzt da, ja, da habe ich einen weißen Rand und da habe ich einen weißen Rand. Das werden wir jetzt einfach noch mal ein bisschen nacharbeiten. Jetzt müssen wir anders stipfeln. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ja, da hinten falzt man noch ein bisschen. Gut. Jetzt muss ich überlegen, welches habe ich im Tag gehabt? Das da. Ja. Das war die dunklere Farbe. Also sechs schon, das ist jetzt null eingeplant, aber ja. Mal aufpassen, dass wir da oben die dann immer drüber ziehen. Durch das, dass ich da jetzt ein zweites Mal nochmal drüber gehe, sechs ist das so ein bisschen, ja. Ist da nachher sogar nochmal ein bisschen mehr Struktur drinnen. So, und jetzt brauche ich das Negativstück von dem da und habe es schon, na, wie praktisch. Die setzen wir jetzt wirklich gleich ein Stück weiter herunter an, weil dann habe ich wieder das Problem mit dem Rand. Und da fahre ich jetzt aber wirklich nur ganz, ganz zart drüber, dass es einfach ganz, ganz leicht nur die Farbe hat. Außer am Rand natürlich. Ja, so gefällt mir das gut. Mein erster verblendeter Hintergrund. Ja. Yeah. So schwer war es ja gar nicht. Jetzt weiß ich ja nicht, wie lange die im Prinzip heben, aber ich weiß jetzt mal auch heben. Stempelkissen zu. Futzeln weg. Und da habe ich mir jetzt die Dino-Sticker ausgesucht. So. Und zwar setzen wir da den Schreihals, da den kleinen. Habe ich mir gedacht, da irgendwie eine Wiese. Und dann ist da das Rohr dabei und das knallen wir irgendwo da oben drauf. In den Himmel. So. Finde ich total witzig. Die krieg auch nicht von meinen Nichten. Die gefällt mir total gut. So. Das war es dann schon. Jetzt habe ich euch vier Karten gezeigt, was ich jetzt mit den tollen Stipferlern da alles mache oder machen werde. Wie ihr die im Prinzip sehr kostengünstig selber machen könnt. Weil, was haben die Holzdinger da gekostet? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr ab. So 70 Cent oder so. Die 6er-Packung von die Schwämme kostet auch 70 Cent. Also. Ja, wie gesagt, solltet ihr die nicht kriegen oder nicht mehr kriegen, sie sind ja ganz aktuell momentan beim Action, nehmt euch einfach so, ja, Holz, so Porte-Vierkanthölzeln, so ungefähr. Wie gesagt, die sind halt einfach feiner zum Heben, weil sie rund sind.
Oder es gibt sicher so runde Stäbe mit so einem relativ guten Durchmesser und Dekrettpunkte, die kosten, glaube ich, 1 Euro oder was. Und da sind echt viele drin. Also von dem her, nur zum Hin- und Wiederverwenden, langen die vollkommen. Und als sexy steht das. Ich kann das um, da sieht man es ein bisschen besser. Es lässt sich durchaus was Zeigbares, sage ich jetzt einmal, was Vorzeigbares draus machen. Die zwei habe ich ja auch noch. Mit den Ballerinas, die habe ich ja auch noch gemacht. Die schieben jetzt da oben, dann sechs sie, glaube ich, so alle halbwegs. Jawohl. Ja. Wie gesagt, ich wollte es probieren. Wo ich die gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, da könnte ich doch eigentlich so Blending-Tools draus basteln. Und deswegen habe ich mir die eigentlich mitgenommen. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat, ich hatte keine Ahnung, was ich mit den Holzmandeln machen sollte. Aber es hat funktioniert und von dem her bin ich jetzt echt froh. Und also für mich seien die, wie gesagt, vollkommen ausreichend. Solange ich jetzt nicht irgendwie mehrere mache oder so. Und gerade die, also die gefällt mir total gut jetzt. Die ist so einfach eigentlich, aber oder die, was wir als Ausschnitt zusammen gemacht haben, die finde ich auch total nett. Total simpel, eigentlich ein bisschen Stempelfarbe aufgeschmiert, unter Anführungszeichen. Zwei Sticker drauf und du hast schon einen total netten Kartenaufleger. Ja, ich hoffe, der eine oder andere kann mit meinem DIY was anfangen. Und jetzt werde ich dann noch die nächsten Weihnachtskarten abtrennen, Teil 3. Das fehlt ja auch noch. Die gehen dann nächstes Mal online. Also nächstes Mal. Das nächste Video, Teil 3 Weihnachtskarten. Und ich habe es ja mittlerweile geschafft, das habe ich ja gesagt, ich werde es probieren. Aus einem von den Blöcken schaffe ich, dass wir 3 Karten da basteln. Aus einem Blatt. Habe ich getüftelt. Geht sich aus. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao!